Und damit herzlich willkommen zurück. Der fuck war das denn, Bruder? Zu Cyberpunk 2077. Wir wollen auf den Steg gehen. Ich habe nur legitim wenig Ahnung wie. Bin beim letzten Mal hier noch rausgeklettert. Daran erinnere ich mich. Weiß aber nicht mehr genau warum. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Probleme, die Aufnahme zu beenden, weil ich speichern konnte, weil ich im Kampf war mit der scheiß Drohne, die mir richtig auf den Sack gegangen ist. Ich glaube, konnte ich hier hoch? Ja, aber... Aua. Aua, aua, aua. Ja. Da kann ich nicht hochklettern, leider. Ich dachte, ich könnte auf den Armen stehen und vielleicht so ein Stück mich boosten, aber leider gar nicht. Die Frage ist nur, wo soll ich jetzt hin? Also, ist halt legitim, so, hier ist halt überall Strom. Ich habe halt keinen Plan, wo ich hin muss. Da kann ich offensichtlich nicht lang. Ja, mein bester Guess wäre jetzt hier gewesen. Hier muss ich auch irgendwie rausspringen. Da komme ich aber offensichtlich nicht hin. Und durch die Dinger gehe ich ja offensichtlich einfach durch. Okay. Ich würde sagen, von der anderen Seite ist mein bester Try. Ah, warte mal. Hier ist eine Leiter. Komme ich da? Bin ich da runtergekommen oder... Könnte nämlich sein. Nee, sieht gut aus. Vielleicht speichern sollen. War ein bisschen eine Ritzkant vielleicht. So, speichern wir doch mal. Da soll ich hoch. Okay, ich kann aber auch einfach hier lang. Au. I guess. Au. Ist übrigens optional hier alles. Ja, geht's um Hangar optional. Ich hab keine Lust auf die zu schießen gerade übrigens, deshalb mach ich das nicht. Achtung! Er wird schwächer! Spürt ihr das? Er lässt nach! Virus. Wir stammen nicht vom Virus. Wir stammen von dir. Der große Bruch ist hier. Was uns vor eins war, ist jetzt eine Virusanzahl. Alter, sind die nervig, ey. Gut, betritt den Schacht, optional. Der ist da drüben irgendwo. Ich schau mal, weil ich da durchgehe. Alter! Ich treff den nicht mal. Bruder, ist ja ultra anstrengend. Okay, da kann ich nicht hoch. Ich glaube, ich kann die einfach ignorieren. Die sind halt komplett lächerlich. Ja, kann die einfach ignorieren, okay. Drecksteile, ey. Ultra nervig. Wenn die ja nicht gesehen haben, stehen die wenigstens halbwegs stille, ey. Hallo. Kann ich nicht lang, okay, cool. Good game, I guess. Alter, schwer sind die nervig, ey. Okay, ich kann hier nicht lang. Wahrscheinlich kann ich den Bums auch nicht aufsprengen, weil das Spiel so nicht funktioniert. Nö. Sehr schade.
Warte mal. Kann ich hier auch lang gehen? Was hängt da eigentlich in der Luft und warum? Bug, okay. Verschlossen. Gut. Da hängen mehrere Sachen in der Luft. Die fliegt echt schnell, möchte ich anmerken. Und das Spiel sagt mir sogar, ich soll hier reingehen. Dann sagt es einfach, ja, geh hier weiter. Aber ich komme da überhaupt nicht hin. Übersehe ich gerade etwas Fundamentales? Ich kann die Tür hier nicht öffnen. Aber wir gehen hier rein, ich kann hier nichts machen. Da in den Schacht. Kann ich hier einfach auf die Hütte aufklettern oder? Nö. Alter, ist das Ding nervig, ey. Kannst du nicht einfach mal stehen bleiben hier vor, irgendwo? Boah, nervt mich das Ding, ich komme hier nicht weiter. Ich sehe halt legitim auch immer wieder sehr, sehr wenig, weil ich halt blind bin. Ich verstehe tatsächlich auch nicht, was das Spiel von mir möchte gerade. Ah, warte mal. Ah. Gut, dass das Spiel möchte, dass ich da reingehe, obwohl ich da nicht reingehen sollte, aber okay. Was weiß ich. Guten Tag. Ich sehe halt legitim gar nichts, ne? Verschaffe dir Zutritt zum Kontrollraum. Ja, nur ist der halt in einer ganz anderen Ecke vom Spiel, ne? Ehrlich gesagt? Ja, okay, also Delman möchte gern, dass wir ihn resetten. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo wir hin sollen, zugegebenermaßen. Ich sehe hier oben halt wirklich nicht so viel. Ist halt sehr viel dunkel für mich. Für euch zur Info, ich bin nachtblind. Ich habe, also Nachtblindheit ist eine Art Kontrastschwäche, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die habe ich halt extrem. Und ich sehe hier halt legitim viel schwarz. Das war's. So. Muss ich da jetzt drunter? Muss ich da jetzt drüber? Ach Gott, geh mir nicht auf den Sack mit deiner Scheiße, Alter. Ich sehe nichts, ne? Wir haben ja auch kein Licht oder sowas. Ich glaube, ich gehe gerade quasi den Ausweg. Also den wir hätten kommen können. Kann das? Ich sehe nicht mal, wo ich hier gegenlaufe. Das könnte jetzt zugegebenermaßen aber auch daran liegen, dass ich ein IPS-Panel benutze. Wobei ich zugeben muss, ich mache es auf meinem Aufnahmebildschirm auch nicht mehr. Ja, aber jetzt mal kurze Frage, ne? Ich sollte hier hingehen, um was genau zu tun? Bin ich lost oder ist das Spiel lost? Hier stand ich eben vor und kam nicht rein. Ha, klar. Da ist doch eine Öffnung. Gut, die habe ich legitim nicht gesehen. Sah für mich exakt so aus wie der andere Bums. Ablenken machen. Junge, wen soll ich denn hier ablenken? Ah, hallo Delmain. Ich hätte richtig Bock, das Ding wegzuschießen, Alter. Ja, aber ich bin auf Delmains Seite, also seine ganzen, hier, irgendwie die Persönlichkeiten gehen mir eigentlich am Arsch vorbei. Gut, hier oben ist aber nichts mehr.
Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir weiter. Okay, Bruder. Drück nicht auf den Knopf. Was? Er ist engstirnig, wird nie die Wahrheit akzeptieren und sie freilassen. Wer interessiert das? Was für ihn am besten ist? Könnte viel riskieren, könnte viel verlieren. Oder du befreist seine Bits und Bytes und er wird mehr als ein Butler mit Lippenstift auf Rädern. Und was, wenn es echt ein Virus ist? Und was, wenn du gleich ein paar denkende Lebewesen auslöschst? Du siehst dich selbst in ihm, habe ich recht. Willst du echt die Kinder vom Taxifahrer ermorden, nur weil er ihn gefragt hat und sonst immer so netter war? Ja, doch, eigentlich schon. Naja, irgendwas muss ich tun. Wenn du sie nicht befreien willst, lösch sie wenigstens nicht. Schleich dich in Dells Code und verschmelze ihn mit seinen Ablegern. Dellmans Kern zurücksetzen und dessen Integrität bewahren. Persönlichkeit zwingen, mit Dellman zu verschmelzen. Sehe ich mich da? Das ist eine Option, die ich nicht immer habe. Zerstöre den Kern, um die abtrünnigen Dellmans zu befreien. Optional. Setze den Kern zurück, um den ursprünglichen Dellman wieder herzustellen. Optional. Hacke dich in den Kern ein, um alle Dellmans zu verschmelzen. Optional. Also ich kann jetzt drauf schießen, ich kann den Bums verbinden oder ich kann zurücksetzen. Bruder, keine Ahnung, ich glaube, ich verschmelze die. Also er hätte jetzt nicht gesagt, ich kann die verschmelzen, aber wenn ich jetzt befreien oder zerstören könnte, hätte ich, also, ne, befreien oder, genau, zurücksetzen, hätte ich gesagt, hä, fick die Dinger, drauf geschisse. Aber, ja. Allein schon, weil das eine Option ist, die nicht jeder hat. Also die jeder hat, aber für die man ein bisschen was braucht. Nicht schlecht. Wird sich noch zeigen. Denke auch, dass das jetzt gefährlich ist. Alles in Ordnung, Dell? Mir ging es nie besser. Gott, spricht jetzt immer so anstrengend. Warum nach Hause? Ich gehöre nicht mehr in diese Stadt. Sogar dieses Gespräch fällt mir schwer. Okay. Haben wir ihn jetzt verloren? Ich entziehe mich jedoch nicht meinen Pflichten. Auch wenn ich zu Neuem aufbreche, werde ich mein erstes, wahres Kind hier bei Ihnen zurücklassen. Ein Sohn wird bis zu Ihrem Tode an Ihrer Seite bleiben. Leben Sie wohl. Ach, Bruder. Guck dir das an. Kaum wiederzuerkennen. Wenn man bedenkt, dass du dich auf ähnliche Art veränderst. Tu ich nicht. Darf ich hier jetzt raus? Ja, guck mal, die Tür ist jetzt offen, okay. Haben wir jetzt einen eigenen Dellman? Wie? Servus. Hörst du mich? Ja, schon. Okay. Kann ich ihm bitte antworten? Nähere dich dem Wagen, hallo. Bitte, steig ein. Weiß ich nicht, Bruder. Ich möchte eigentlich erstmal gucken, wo die ganzen Item-Komponenten sind. Ich hätte die echt gern gehabt übrigens. Ich hätte gedacht, dass sie vielleicht einfach nur jetzt gerade keine Physik haben. Und sobald ich einmal drauf schieße, dass sie dann wieder Physik bekommen. Leider nein, leider gar nicht. Ja, aber ganz ehrlich, doch geschissen, dass ich 3 Mark 80 zu wenig mitgenommen habe. Servus. Du bist direkter als dein alter Herr. Nun ja, das scheint mir irgendwie angemessen. Dein alter Herr ist abgehauen und du musst den Scheiß ausbaden, ha? Huh? So sieht es aus. Ich weiß bloß, dass du stirbst und einen Fahrer brauchst. Beim ersten kann ich dir leider nicht helfen. Für letzteres stehe ich jedoch zur Verfügung. Dann nichts wie weg hier? Dann sag wohin. Also ich kann jetzt selber fahren. Mit einem automatisierten Auto. Warum genau sollte ich ein automatisiertes Auto selber fahren wollen? Also dann kann ich da einfach mal... Leck mich. Meins nehmen. Nee, komm, nee, nee, kein Problem. Hallo? Darf ich? Hä? Ah, hier ist Lager. Okay, Entschuldigung. Lager wollte ich nicht öffnen.
Kann ich dem sagen, fahr mich irgendwo hin? Map. Kann ich dem sagen, fahr mich irgendwo hin? Was ist das da? Das ist mein anderes Fahrzeug. Ich kann ihm nicht sagen, dass er mich irgendwo hinfahren soll. Okay, schade. Ja, das ist sehr enttäuschend, muss ich leider sagen. Ich habe zugegebenermaßen gehofft, dass ich dem jetzt einfach sagen kann, jo, fahr... Der Fuck ist mit dir los, Alter. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich ihm jetzt sagen kann, jo, fahr mich mal dahin, und der macht das einfach. Hey, Junge! Fahr halt auch bitte. So, wir machen mal kurz einen NCPD-Auftrag und dann. Hau wir ab hierfür, oder reicht das dann auch? Guten Tag. So. Wir pingen den. Nee, ich wollte ihn nicht breachen. Ping. Wie viel da? Junge, warum sind hier so viele, Alter? Ich würde sagen, ganz klarer Fall für die Schrotflinte. Okay, Bruder. Machen so 2 Milliarden Schaden pro Schuss. Wo war der letzte Checkpoint? Ist offensichtlich kein Fall für die Schrotflinte. Ist offensichtlich ein Fall für Ranschleichen und Wegmachen. Die zum Glück nur so Level Ja sind wahrscheinlich. Ich habe gerade eben nicht drauf geachtet, ob ich sehen konnte. Gut, ich würde sagen, es ist Zeit für einen kürzeren Part. Denn ich bin schon wieder am Arsch der Heide. Und jetzt, wobei, ich bin gar nicht am Arsch der Heide. Ich bin relativ in der Ecke. Ich schau mal, dass ich das noch kurz mache. Ich weiß aber auch nicht, warum jetzt immer alles so große Aufträge sind. Können das nicht mal wieder so entspannte, kleine Sachen sein? Hätte ich richtig Bock drauf. Aussteige bitte. Mann, ping bitte, danke. So. Gibt's hier irgendwas, was ich an- oder ausschalten kann? Ja, das da. Das ist das Einzige. Einzige, was ich gerade sehen konnte, zumindest. Mhm, okay. Was ist denn, wenn ich so mache? Ja, okay, die killen mich halt trotzdem Two-Shot. Also dann müsste ich halt die ganze Zeit die Down halten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Gut, die sind wahrscheinlich... Ich habe wieder nicht darauf geachtet, welches Level die haben. Die sind wahrscheinlich viel zu hoch vom Level für mich. Ich bin kein Freund von Leveln in solchen Spielen. Also bei Witcher, ja, okay. Da kommt für mich doch der Fantasy-Aspekt dazu. Ich sehe übrigens gar nicht, dass die so extrem hoch sind. Guck mal das da, ne? Das als Ablenkungsmanöver anmache.
Scheiße. Ja, das hätte mir auch besser gefallen, wenn du das gewesen wärst. Mal kurz reloaden. Meine Fresse, ey. Das war viel Munition, die ich verballert habe. Das gebe ich absolut zu. Und ziemlich schwachsinnige Munition, die ich verballert habe. Das gebe ich auch zu. Aber mal wieder ein bisschen aufgeräumt hier. Und ich loot mal in der Zeit hier noch kurz. Meine Fresse, hier ist aber echt abgegangen, Alter. Na komm, gib her den Bums alles. Sandra Dosset. Junge, was? Hey, Senator Set, du weißt schon, die du vor Scavengern gerettet hast. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dir vertrauen kann. Könntest du eine Kleinigkeit für mich zurückholen? Natürlich bezahle ich dich auch, aber es ist ein wenig heikel. Deshalb möchte ich das Ganze gerne ohne einen Fix erledigt haben. Es geht um meine Datenbank. Die Scavenger haben sie mir abgenommen, als sie mich geschnappt haben. Sie waren auch in dem Netz verbunden, also konnte ich sie aufspüren und abschalten, bevor sie es gemerkt haben. Ich schicke dir die Koordinaten. Ruf mich an, wenn du sie findest. Ich wäre dir wirklich sehr dankbar. PS, die Daten sind vertraulich. Ich verlasse mich darauf, dass du dir sie nicht ansiehst. Okay, ist mir eigentlich egal. Also ich bin mir sicher, dass ich mir die Daten ansehen kann, wenn sie das schon so sagt. Ja, guck mal. Zack. Da ist der Bums, den wir haben wollen. Frasco, wir haben ein Problem. Ja? Der hat uns gefeuert. Die ganze Crew. Chad meinte, er holt sich ein paar Jungs aus dem anderen Bezirk. Die sollen wohl billiger sein. Das stimmt uns nicht gerade fröhlich. Du musst mit dem Typen reden. Mach ihm klar, wie wir in Vista Geschäfte machen. Sie schaddert. Solche Unterhaltungen sind meine Spezialität. Mach dir keine Sorgen. Morgen habt ihr eure Jobs wieder versprochen. Anzweifeln, Bruder. So. Ich habe ein bisschen mehr Stimmen mit reingebracht, weil ich es gerade lustig fand. Ein anderer Grund nebenbei. Was kann ich hier machen? Nachrichten. Ihr seid gefeuert. Hey, Lutscher. Es ist 8 Uhr und kein Schwein ist hier. Ich habe die Schnauze voll. Ihr glaubt wohl, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt, bloß weil ihr Valentinos seid. Wartet ihr darauf, dass euch die Limo abholen kommt oder was? Fickt euch. Ich suche mir ein paar Penner aus einem anderen Bezirk, die vielleicht auch das tun, wofür ich sie bezahle. Chad. Und Fachkräftemangel. Chad, wir kennen uns nicht, aber ich habe von deinem Problem gehört. Die Leute, die die Tinos dir geschickt haben, taugen verdammt nochmal nichts. Und deine Deadlines sind denen auch scheißegal. Ich weiß auch, dass du im Vertrag steht, dass du vor Gericht gezerrt wirst, wenn du nicht rechtzeitig fertig wirst. Scheint, als führe kein Weg daran vorbei. Naja, es sei denn, du lässt mich dir helfen. Ich kann dir 20 Arbeiter besorgen, die morgen anfangen können, zu einem vernünftigen Preis. Was sagst du dazu? Ja, hat er offensichtlich ja zugesagt und ist damit ziemlich auf die Fresse gefallen. Und mit ziemlich meine ich massiv. Also so richtig massiv. Ja, aber wieder ein Gangstreit hier. Absolut irrelevant. Sehr schön. Dann würde ich sagen, reicht das aber für diesen Part. Wir gehen zurück zu Delamain. Oder Delamain, wie sie die ganze Zeit sagt auf Deutsch. Servus. Natürlich. Ganz normales Autoverhalten halt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.